Und herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Der sechste Part, wo wir uns jetzt im großen Labyrinth befinden. Wir haben immer noch, von mir aus gesehen, den 11.9. Und wir sind schon relativ weit gekommen. Wir haben jetzt schon alle vier Hauptspeicherpunkte gesehen. Und von da aus, vom vierten aus, bereisen wir jetzt die ganzen Orte. Okay, wir dürfen von hier aus, glaube ich, wieder zum vierten zurückgelangen. Kann das sein? Müssen wir eigentlich. Jupp, wir sind wieder da. Und es regnet draußen, glaube ich. Okay, ich nutze jetzt einfach mal ganz kurz die Chance, um mich zu heilen. Wer weiß, brauchen wir vielleicht. Okay, hört man das eigentlich, dass es gerade regnet? Ich möchte einfach mal hoffen, nicht. Gut, dann möchte ich jetzt einfach die Chance ergreifen. Jetzt gehen wir mal nach oben links. Ich denke mal, wir haben eine ganz gute Route gewählt somit. Wir müssen auch nach oben. Oh, verdammt. Ja. So, hoch hier. Lass mich in Ruhe. Lass mich alle in Frieden. So, wir müssen nach links. Nach rechts geht's noch nicht. Ah, nerv nicht. Gut. Best Bottle, wollte ich sagen. Was ist das denn? Boss Battle, bitte. Wario. So, komm her hier. Ne, nicht mit dem Finger hier. Na, lass mich in Ruhe. So. Bams. So. Aha. Sitzt der Fächer. Ah, ich muss mit dem Meteor Smash noch üben. Gut, mal sehen. So, mitten in den Arsch rein, aber... Komm her. Brauchst du doch noch nicht. Der war jetzt mal richtig gut erwischt. Ich hatte keine Ahnung, wie er nach rechts fliegen konnte, wenn ich ihn von rechts erwischt habe, aber egal. Definitiv egal. Wir sind jetzt hier. Wir kommen immer weiter nach oben, muss ich sagen. Und eine Sache, um das euch nochmal zu zeigen, um zurückzukommen. Ne? Auch wenn wir jetzt nochmal gegen das Monster kämpfen müssen. Das haben wir jetzt aktiviert, aber lass mich in Ruhe. Das können wir nur von hier aus aktivieren. Seht ihr? Und die anderen kommen von unten nicht hoch. Deswegen sind wir nach links gegangen. Nur, dass ihr es wisst. Reine Routine. Links oder rechts? Wo wollen wir lang? Nach links. So. Okay, so mache ich weiter. Zack. Geht am besten. So, jetzt kommt ihr. So. Dich habe ich auch platt. Die Waffe nehme ich mit. Kann man ja gebrauchen. So, die Münze lasse ich einfach mal getrost aus. Einfach mal dran vorbeigehen. Wir sind schon wieder hier in diesem Level mit Olima, ne? Ah, jetzt sind wir schon hier. Okay, jetzt wird es interessant. Das ist ein ganz neues Level hier, glaube ich, ne? Unter anderem. So, da müssen wir zwischen. So, hier lang. Das sammle ich ein. Ich hoffe, wir haben alle Dinger von denen gesehen, damit wir wirklich alle 100% schaffen. Sonst muss ich das noch irgendwie nochmal wiederholen. Irgendwann. So. Und hier geht's dann weiter. Die kommen alle nicht hinterher. Die können nicht so weit springen wie ich. Und die fallen alle runter. Selbst Dummheit. Weiter geht's im nächsten Boss-Battle. Mal sehen. Wer ist es denn diesmal? Es ist Rayquaza. So, komm her. Oder auch nicht. So. Ha, zurückgeschickt. Wunderbar. Taktik ist aufgegangen. Nein! Oh. Stirb! Ja! Oh. Oh, keine Schweifattacke hier. So, was machst du jetzt? Schaufler? So, kommst du wieder? Mitten in die Fresse! Was ist jetzt vor? Okay. Nein, nicht direkt über ihn rüber, Mensch. Ich wollte ihn doch direkt abwerfen. So. Na, bringt nicht so viel. Gut. Weiter geht's. Ist nicht mehr lange. Okay, wow. So, Curry Time. Also nicht Curry Time, sondern Curry Time. Also jetzt wieder Schaufel ein. Nein, so wollte ich es nicht. So. Ah, verdammt. Scheiße. Wäre ich bloß nicht groß geworden, hätte ich ja ausweichen können. Fox! Ihr hattet schon mal ein Battle. Ah ja, lass ihn mal. Oh, bitte nicht aktivieren. Komm, nochmal. Ah! So, viel Spaß wünsche ich dir jetzt, ne? Ah, das war's fast. Ja, und zack! In die Fresse! Und das war's mit dir. Zapp mit die Schlange. Okay. Und wir sind wieder hier. Ganz am Anfang. Und ab jetzt
können wir sehen, wie viele Monster noch übrig bleiben. Schaffen wir die alle diesen Part doch? Glaube ich nicht. Das heißt also, immer wenn wir diesen Ort wieder erreichen, aus irgendeinem Grund, dann wird noch der Rest angezeigt, den wir besiegen müssen. Die 7 sind sogar. Ich dachte, es ist 6. 7, wir schaffen nicht in diesem Part. Das sehe ich jetzt schon. Aber das heißt trotzdem, im nächsten Part, wenn wir alle geschafft haben und ich denke mal, wir schaffen es auch zum letzten Boss-Gegner. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen. Toll. Nee, wir teleportieren uns. Viel einfacher. Weiter, man muss sich hin, nach links unten, ne? Ja. Gut. Machen wir von hier aus also weiter. Und dann können wir auch direkt in die Mitte dann ziehen, wisst ihr? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dann sind wir perfekt, sobald wir alle besiegt haben, in der Mitte und können direkt ins Tor laufen. Perfekt. Gut, gehen wir nach rechts oben. Ich wage es einfach mal, laufen wir von der Stelle aus weiter. Dürfte sich lohnen. Wieder hier hoch. Und nochmal hier hoch. Na, diesmal. Ihr kommt nicht hinterher, ne? Ihr seid zu groß. So, Boss Battle. Okay. Mal sehen, wie viele wir heute noch schaffen. Es ist Lukas diesmal. Damit haben wir beide Brüder. Nein, er hat mich noch erwischt. Nein. Ah. Yes, oh verdammt. Ich wollte schon sagen, ja, ich habe ihn erwischt, aber ich hätte jetzt auch damit erwartet, dass er vielleicht runterfällt deswegen. Da habe ich ihn schon mal total gut erwischt. Ah, da habe ich auch gut erwischt. Oh, das nehme ich mit. So, komm. Zack, ah. Konnte er immer gut angreifen. So, und nun? Komm, stopp jetzt! Das war's für Lukas, ne? Oder? Noch nicht! Er hat noch nicht genug. Er hält ganz gut durch. Das war's halt aber nun. Diese Bombe konnte er nicht überleben. Okay, wunderbar, weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Ah, Eisberg. Und hier sind die ganzen. Aha, wir können von hier aus auf 3 weitere zugreifen. Aber das machen wir gleich. Ich möchte erstmal wieder zurückgehen, denn wir müssen erstmal den links erstmal besiegen, den Boss. Ja? Den hier links oben. Das heißt, wir müssen einmal noch wieder zurück. Ja, ist ja gut. Ne, hier geht's ja nach unten nur. So, ah! So, ich möchte gerne hier weiter zugreifen. Da gibt's also noch eine Tür, die ich nicht gesehen habe, ne? Ah ja, nach rechts geht's ja, klar. Und von da aus können wir eigentlich auch nach rechts, ne? Ah, das passt ganz gut. Aber wir haben noch sehr viel Schaden. Wollen wir verarschen? Nein. So, komm, verschwinde jetzt. Ah, verdammt, ey. Weg, weg. Halt dich mal aus. Was geht's? Ja. Ging hier weiter. Boss Battle Time und es wird sehr gefährlich. Denn mit 127% Boss Battle. Naja. Wer ist es denn? Luigi! Aha. Der kann hart sein. Der kann sehr hart sein. Und der hat keine einzige andere Plattform mehr. Okay. Pam! Erwischt! Sehr geil! Hat doch funktioniert. Meteor Smash erfolgreich abgeschlossen. Gut, wo sind wir jetzt? Ach, wir sind immer noch hier. Da will ich einfach mal sagen, soll ich mal kurz einen Cut machen und dann sind wir wieder unten. Ich muss mich kurz heilen, dann können wir weitermachen, dann geht die Zeit schnell vorbei. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, warte kurz. Okay, jetzt bin ich wieder hier, also unten links im Speicherpunkt. Können wir hier von gleich aus gleich weitermachen. Ja, genau. Ein kleines bisschen Zeit konnte man sich somit sparen, das heißt, es macht somit mehr Sinn. Los geht's. Das war jetzt mal nur ein paar Sekunden, aber mein Gott, komm, das kann man auch ausnutzen. Das wäre sonst langweilig. Wir wollen ja Spannung haben. Spannung pur. Gut. 2 Bossbilder auf dieser Stage und von hier aus können wir gleich einen weiteren erreichen und dann noch 2 andere ganz weit weg. Im Zentrum. Los geht's. Kommen wir da an? Ja, gerade so noch. Gerade so noch auf der Stage gelandet. Gut. Ihr Pühner hier. Dörr und Pühner. Habt ihr mich besiegt? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, jetzt ist lustig. Na, verdammt, der kommt noch an. Das ist doch doof. Wollen wir ihn da verarschen? Mann. So. Was soll's. Auch hier. Nein. So. Und hier sind wir schon da.
ich kann keine Plattform erreichen, wenn da keine ist. Nein, nicht aktivieren. Nicht aktivieren, wenn ich in der Nähe bin. Nein! Was soll's? Weiter geht's, 70% sind noch in Ordnung. Nerv doch nicht alle, Mensch. Ich komme auch so nach vorbei. Gehen wir erstmal die Tür rechts lang, oder? Wollen wir die Tür rechts lang gehen? Ja, machen wir mal. Es ist. Ich wollte schon sagen, es sind die Eisclimbers, meine ich. So, du machst Schaden, ja? Gut, dann muss ich dich besiegen, ja? Okay, mal sehen. Ah, komm her. Das war das Falsche, da macht er keinen Schaden. Ich kann ja so schlecht erkennen, wie die so dunkelmäßig alle gleich aussehen. Und, einer ist weg. Ja, es war der, den wir eigentlich besiegen mussten. Cool. Das heißt, Pepe war das, ne? Nana wiederum muss man nicht. Okay, wir sind hier. Ich gehe aber einmal kurz noch zurück, um nämlich den letzten kurz zu besiegen. Okay, viel Zeit haben wir auch nicht mehr in diesem Part. Und dann im nächsten Part machen wir endlich alles zu Ende und besiegen den... besiegen die letzten großen Bossgegner endlich. Nein, ich hatte dich doch angegriffen. Oh, ich hasse diese Eisviecher. Ich bin einfach nur nervös. Ich möchte das so schnell wie möglich abschließen jetzt. Und wir sind gleich oben auf dem Eisberg drauf. Und es erwartet uns der nächste Boss-Battle mit 123% Schaden. Glückwunsch. Lucario. Ah klar, dich hätte ich ja erwarten müssen eigentlich. Macht am meisten Sinn. Ja, ich hätte jetzt am liebsten Meteor-Smash eingesetzt, aber viel zu hoch. Ah, Panzer. Erwischt. Und das war's. Das waren jetzt nur 6% Schaden, die wir bekommen haben, ne? Auch cool. Sehr schön. Dann wird es noch 3 Minuten. Wir sind wieder hier. Das passt doch perfekt. Okay, wunderbar. Ich werde mich kurz heilen. Wunderbar. Nicht mehr viel zu machen, Freunde. 3 Bossgegner noch, aber wir werden wahrscheinlich nur einen von ihnen in diesem Part besiegen. 2 noch im nächsten Part und dann kommt der nächste Bossgegner. Und dann ist das Ganze bald vorbei. Ich weiß, es spiegelt rechts unten leicht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aus meiner Sicht. Ich hoffe, euch geht es da genauso. Von dem Bild, wenn das Bild mal schneller wechseln würde, ging es noch schneller. Wir müssen jetzt nach links unten erstmal. Ah, geile Idee. Geile Idee. Lass mich doch in Ruhe. So, schnell hier durchrallen. So. Ich habe das zwar nicht aktiviert, aber was soll's. Oh, kurz ein Nebenpunkt hier. Schön. Kurz mal rein hier, denn dann sind die Monster weg. Okay, wir sind jetzt im Zentrum von den ganzen Monstern. Wir müssen kurz nach links. Ja, die 4%, die muss man nicht heilen. Na, in kein... Na, da nicht reingeraten, bitte. Tut mir den Gefallen. Alter, stirb doch mal. Ich hatte dich doch in einem der letzten Parts noch mit einem Tritt besiegt. Nein. Boah. So mache ich das. Gut. So, selber rein da. Ja, mitten gegen die Wand, ey. So, tschüss. Pam. Reicht mir vollkommen aus, so. 55% Schaden. Der nächste und letzte Boss-Battle für diesen Part. Das ist Ike. Marv fehlt aber auch noch, ne? Okay, komm her. Du bist der Vorvorletzte. Komm her jetzt. So. Nein. Ha. Nein. Ah, ich hätte dich doch noch erwischt, aber nicht ganz. Ah, das ist meiner. Arschloch. Nein. Ich hätte ihn einmal wegschleudern können, aber nein, der muss mir alles verderben. Warum kannst du ihn nicht angreifen? Du nervst mich, Ike. Du nervst mich tierisch. So. Was soll's. Stirb. Erwischt. Na, komm. Ja, erwischt. Er konnte dich festhalten, weil wir bereits dran waren. Taktik aufgegangen. Und das war's mit diesem Kampf, mit diesem Part sogar. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann will ich frisch geheilt mit Falco hier weiter rumlaufen. Bis dann und auf Wiedersehen.